Willkommen zurück zu Pokémon Gold, die Nuzlocke. Wir reden mal mit dem kleinen Mädchen. Die meisten Pokémon werden schläfrig, wenn Pummeluff singt. Manche Attacken kann man nur anwenden, wenn ein Pokémon schläft. Pummeluff, puh. Hi, ich suche ein Pokémon. Wenn du ein Ponita hast, tauschst du es gegen mein Meryl? Nein, fast keins. Das ist wirklich enttäuschend. Ja, und die Pokémon-Arena auf der Zinnoberinsel ist verschwunden. Das finde ich merkwürdig. Ja? Ich telefoniere, lass mich in Ruhe. Ja gut, mein Gott, man muss doch nicht gleich so aggressiv reagieren. Nachts spielen Pipis beim Mondberg, aber nicht in jeder Nacht. Ich mache gerne ein Nickerchen, während das Radio läuft. Mach das, kann ich verstehen. Ich mache auch gerne ein Nickerchen, während der Fernseher läuft. Das ist toll. Leute, das ist toll. Kann ich echt empfehlen. Willkommen in Amoria City. Was ist mit der steingrauen Stadt passiert? Amoria City, eine steingraue Stadt. So grau sieht's hier gar nicht mehr aus. Pokémon Blau sah das viel grauer aus. Hier ist eine Nachricht. Souvenirladen am Mondberg. Jetzt geöffnet. Oh, du bist den ganzen Weg von Johto bis hierher gekommen. Das weckt Erinnerungen. Als ich noch jung war, habe ich in Johto oft trainiert. Du erinnerst mich an mich selbst, als ich ein junger Mann war. Hier, ich möchte, dass du dieses Item, das ich in Johto fand, behältst. Bolz erhält Silberflügel. Kommen wir damit zu Dings? Zu Lugia? Warst du schon in der Pokémon-Arena von Amoria City? Der Leiter dort verwendet Gestein-Pokémon. Tut er das, ja? Hier ist eine Nachricht. Amoria City Museum der Wissenschaft ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Oh, ja, die Tür haben sie wegrenoviert. Ah, hier haben wir ja die Arena. Sehr schön. Pokémon Arena von Amoria City. Leiter Rocco. Der felsenharte Pokémon Trainer. Hey, ein Champion in Spee. Ich bin nicht in Spee. Ich bin schon Champion. Das ist cool. Kämpfst du gegen die Arena-Leiter in Kanto? Sie sind stark und ambitioniert. Wie die Arena-Leiter in Johto. Ja, sollen sie doch. Ist mir relativ wurscht. Wir machen Rocco fertig. Die Trainer in dieser Pokémon-Arena setzen Gestein-Pokémon ein. Gestein-Pokémon haben hohe Verteidigungswerte. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du bereit dafür? Die werden nicht lange dauern, glaub mir. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Angler Rachel. Mit Enteron. Oh, das Enteron. Alles Gestein-Pokémon. Wenn es wirklich Gestein ist, dann sollte unser Eisenschweif eigentlich ziehen, tut er aber nicht. Oh, ein Geschenk. Er ist explodiert. Das sollte aber eigentlich Red Bull nicht so stark verwunden. Das verwundet ihn stark genug. Das Geschenk ist auch eine gefährliche Attacke. Deswegen müssen wir Enteron jetzt gleich umbringen. Es funktioniert bloß nicht. Und die Octazooka. Super Zielgenauigkeit senken. Das ist gefährlich. Gerade für Red Bull. Es verleiht Flügel, aber es macht nicht treffsicher. Aber es reicht. Sehr gut gemacht, Red Bull. Ich muss diesen Kampf gewinnen. Musst du nicht. Wow. Es kommt nicht oft vor, dass wir von einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Amoria. Ich habe mich auf die Gestein-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir sehr schwer fallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los. Da habe ich genau den richtigen Kontrahenten für dich. Red Bull ist nämlich genauso hart. Sogar noch härter. Tyrakrok. Ha. Aber Level 41, das ist schon stärker. Aber es ist nicht stark. Angeberei. Jetzt senkt es auch noch unseren Angriffswert. Es erhöht unseren Angriffswert, meine ich doch. Das ist bis hier Verwirrung. Komm, Red Bull.
Zieh durch. Nicht selber hauen. Ne? Jetzt lädt es einen Solarstrahl auf. Das ist neu. Los, komm, Red Bull. Jetzt Gegenangriff. Eisenschwalbe. Ich hätte eigentlich Fliegen einsetzen sollen. Dann wären wir aus dem Schussfeld. Aber eigentlich sollte das eh nicht so viel abziehen. Oder wir töten es direkt. Dann kann uns der Solarstrahl relativ wurscht sein. Mal gucken, was er sonst noch hat. Ein Taubsi. Och, wie niedlich. Der hat sich ja hier wirklich die Killer-Pokémon rausgesucht. So, Stärke. Und wir sind nicht mehr verwirrt. Das ist gut. Aber unsere Angriffskraft dürfte noch erhöht sein. Das bedeutet, wir können es jetzt gut ausnutzen. Nicht sehr effektiv, was? Gesteintyp. Überwurf, Kampfattacke, gefährlich. Gut, dann müssen wir doch einen Eisenschweif benutzen. Das sollte aber sehr effektiv sein und damit Taubsi erledigen. Ja. Nicht sehr effektiv. Oh, okay. Aber es hat trotzdem gereicht. So, nächstes Pokémon bitte. Grasaf. Ja, der benutzt coole Kampf-Pokémon. Sie sind vielleicht nicht wirklich Gestein, aber sie sind cool. So. War es nicht effektiv. Und der Feuerwirbel. Das könnte gefährlich sein, weil aus dem Feuerwirbel kommen wir nicht raus. Das bedeutet, ich bin auch nicht in der Lage, Red Bull auszutauschen. Was für mich bedeutet, ich muss Red Bull heilen. Bevor hier irgendwas passiert. Und Red Bull am Ende noch Probleme kriegt. Das würde ich nur sehr ungern haben. Und außerdem habe ich eine neue Nachricht auf meinem Handy. Ah, meine Freunde. So. Ja, meine Freunde und ich sind nämlich heute auf den Tag, nicht wo es rauskommt, sondern auf den Tag, wo ich es aufnehme, 10 Monate zusammen. Ich weiß, eine lange Zeit. Lange, lange Zeit. Noch nicht so lange wie andere mit ihren 30 Jahren da, aber das kann man nicht erwarten, dass ein 20-Jähriger 30 Jahre mit seiner Freundin zusammen ist. Ja, ich habe das gerade wirklich so gesagt. Da sieht man es doch, die Stärke bringt hier alle um. Nein, nicht alle, Taubsi, die konnten es nicht umbringen. So. Red Bull versucht ein Igler. Nee. Nee. Einfach nee. Hat ein Igler nicht erlernt. Das will ich auch hoffen. So, letztes Pokémon. Oh Gott, vorletztes Pokémon. Simsala. Ich lass es mal. Puh. Also die Pokémon, die Rocco verwendet, sind zwar nicht legendär, aber sie sind auf jeden Fall sehr, sehr stark. Deswegen muss ich einfach mal fliegen, um hier wegzukommen. Man weiß ja nicht, was der jetzt für einen Angriff einsetzt. Ja, der kann mit Geschenken werfen, zum Beispiel. Gefährlich genug. Nee. Ah, es heilt uns. Danke, Simsala. Sehr, sehr nett. So. Was hätte ich denn sonst noch? Ich könnte ihm einen Eisenschweif ins Gesicht hauen. Das klingt auch wieder falsch. Egal. Es zieht auf jeden Fall. Ja, es ist nicht sehr effektiv, aber es zieht ab. Und das Geschenk explodiert mal wieder. Reicht aber... Okay, beim letzten Mal hat das irgendwie mehr abgezogen. Red Bull ist halt hier der Eisenverteidiger und Simsala hat keinen hohen Angriff wahrscheinlich. Ultraschall zieht immer 25 oder 20 ab? 20. Also stabil 20 Schaden. Und dann nochmal zum Schluss der Hyperstrahl. Also wenn man nichts kann, dann setzt man einen Hyperstrahl ein, aber nicht mal der kann Red Bull etwas anhaben. Steht dort wie eine 1, das ist klasse. Also Red Bull ist hier echt zum Verteidigen ideal. So, mal gucken, was der letzte ist. Ursaring. Okay, jetzt hat er sich Nummer 1 aus Johto angeschafft, finde ich aber auch cool. Das Ding. Das ist so Winnie Pooh auf Steroiden oder so. So oder so ähnlich. Und es ist besiegt. Finde ich persönlich sehr gut. Weil wir brauchen keinen Ursaring mehr als Gegner. So. Die mächtige Attacke deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker, als ich dachte. Komm, nimm dir diesen Orden. Bolzerheld, Felsorden.
Danke, Wolzer. Es war eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin. Dieser Felsorden wird deine Pokémon noch stärker machen. Das freut mich. Ich habe es geschafft. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Jetzt muss ich ja gerade in die Aufnahme reingucken. 10 Minuten, okay, haben wir noch 5. Und ihr seht hier gerade einen vorherigen Part, den ich noch im Rendern habe. Ich würde jetzt unschuldig pfeifen, wenn ich Lust drauf hätte. So, zurück nach Kanto. Yay. Also wir sind hier in Kanto, aber zurück durch den Vertania. Also hier, das sah mal anders aus. Wolzer findet Münzamulett. Münzamulett ist eigentlich ein cooles Item, brauchen wir aber nicht unbedingt. Wolzer findet... Was? Energiestaub? Was macht der denn nochmal? Jetzt muss ich gerade hier wieder mit der Steuerung. Jetzt habe ich zu viel Pokémon... Five Nights of Pokémon gespielt. Habe ich nämlich hier direkt davor gespielt. Rätselbeere, Brandbeere, Wunderbeere. Setzstatus in Urzustand. Das ist gerade mal irgendwie im Game hier Schlumpf. Das hatte mit keinen Effekt. Ich habe noch einen Sonderbonbon. Kamikaze so hinten dran, komm. Kriegst Sonderbonbon. Silberblatt. Ein seltsames Silberblatt. Seltsames silbernes Blatt. So, dann gucken wir doch mal, was der Energiestaub macht. Gucken wir mal. Beutel. Energiestaub. Füllt KP um 50 auf. Ach so. Ich gehe mal gerade verkaufen. Was? Ein Starmie greift uns. Wir haben schon ein Starmie, so. Ach so, ich bin hier ins Gras gelaufen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch hätte fangen dürfen. Aber auch wurscht, weil wir haben schon ein Starmie. Und Patrick schlägt sich echt super. So, nee, bei dir möchte ich nichts kaufen, ich möchte verkaufen. Fangen wir hier unten an. Snugget. Braucht eh keiner. Das Upgrade brauche ich auch nicht. Das Silberblatt. 500. Ich möchte erst nochmal nachgucken, was es bringt. Jetzt habe ich immerhin 2 Inventarplätze mehr, da kann ich mir auch das Münzamulett mitnehmen und dann ist gut. Oh, hier war doch mal ein Vertania-Wald. Der ist wohl nicht mehr da. Wald abgeholzt. Wer hätte das gedacht? Gegengiftbeere. Ich brauche keine Gegengiftbeeren. Warum mögen Mädchen keine Käfer-Pokémon? Weil Käfer-Pokémon ekelhaft sind. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ich meine, die Käfer-Pokémon, die sind groß genug, die finde ich auch teilweise ganz, ganz niedlich. Ein Kumpel, das ist kein Käfer-Pokémon, das ist nicht niedlich. So viel möchte ich dir mit auf deinen späteren Weg geben. Los, komm, jetzt mach's fertig. Red Bull. Wir haben noch 2 Arenen vor uns, bevor wir uns zur Ruhe setzen können. Nicht sehr effektiv. Und das ist kein Leitteiler. Ich habe ja eigentlich gehofft, es würde selber da ein bisschen Schaden von kriegen. Aber macht's nicht. Deswegen schmeißen wir jetzt einfach mit dem Stein. Das zieht alles nichts ab. Das hat nur 112 Leben gesamt. Dann sollst du jetzt nochmal Leitteiler einsetzen. Komm. Ne, jetzt setzt Zornattacke ein, natürlich. Zieht zwar überhaupt nichts ab, aber egal. Ja, jetzt bringt der Leitteiler dummerweise wieder was. Das ist blöde Vieh, ne? Das macht sich hier mit Leitteiler immer wieder HP und uns killt's damit langsam. Weißt du was, begeh das Vieh jetzt so allmählich ein bisschen auf den Keks. Patrick. Was? Red Bull kann ich ausgetauscht werden? Hat das Vieh Horrorblick eingesetzt? Ich habe am Anfang nicht drauf geachtet auf die erste Attacke, weil ich gerade auf mein Handy geguckt habe. Okay, wir dürfen scheinbar nicht aus diesem Kampf fliehen. Habe ich aber noch eine andere Idee. Fliegen. Ja. Das war die Attacke, die noch gefehlt hat. Klatsche. Top. Aber das Vieh hält auch aus. Ja, und Red Bull, der macht hier langsam schlapp. Und ich kann ihn nicht austauschen. Also, wenn es ein Pokémon gibt, das Red Bull mit der Zeit klein kriegt, dann ist es dieses Vieh. Ich bin jetzt langsam echt gezwungen zu heilen.
kann jetzt erstmal um 50 ihren Energiestaub wegposten. So, Red Bull, kriegst du erstmal das da. So für den Anfang. Ja, und das Vieh, das halt sich jetzt natürlich wieder die HP schön. Fangen wir doch mal wieder ganz vorne an. Erst zu allem bringt es eigentlich nichts, weil das Vieh hat nur 112 Gesamt-HP. Ich kann doch mal den Giftblick benutzen, was halte ich denn davon? Ha, ich hab dir keinen Schaden gemacht. Du tust mir nichts. Flatscher. Ja, top. Mach so weiter, dann kann ich dich doch noch besiegen. Jetzt nur Platscher. Ha, sehr schön. Ansonsten kämpfen wir, bis dir die AP für Leitteile ausgehen. Ich glaube, wir sind ihm schon ausgegangen, deswegen setzt jetzt Platscher ein. Wenn es jetzt Leitteile einsetzt, ne? Ach, jetzt hat's verloren. Dieses Vieh hat mich lang genug genervt. Es wurde aber auch nicht einmal paralysiert, also es hat nicht einmal die Paralyse bekommen. Gut, dann haben wir das Vieh jetzt besiegt. Sinnlos. Ja, das war wirklich ein sinnloser Kampf. So, jetzt kommt Patrick wieder vor. Das geht mir sonst dauert mir das hier auf Dauer zu lange. Achso, ich bin abgestiegen. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Aber macht nichts. Route 2. Britannia City, Marmoria City. Hey Kleiner, ich hatte gerade einen doppelten Espresso und ich bin total aufgedreht. Ich brauche jetzt jemanden zum Reden, und zwar dich. Man sieht es mir jetzt vielleicht nicht mehr an, aber ich war ein Experte im Fangen von Pokémon. Glaubst du mir? Ja, klar. Also gut, ja. Ich war wirklich etwas Besonderes, das kann ich dir sagen. Ja, das ist schön. Was bist du denn für ein Haus? Trainerhaus. Der Club, in dem Top-Trainer kämpfen. Das freut mich. Aber Leute, was hier in dieser netten kleinen Stadt so vor sich geht, erfahrt ihr im nächsten Part. Lasst mir in den Kommentaren da einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Gold, die Nuzlocke. Bis dann, euer Wolf.